Necklace hier. Komm mal. Jetzt ziehen wir die Klamotte erstmal wieder aus. Also ich glaube, hier geht's lang. Ja. Oder? Es sieht nach einem Weg aus. Und ich habe gelernt, bei Höhlen immer Richtung nach oben zu gehen. Wir gehen aber nach unten gerade. Ach so, scheiße. Die ist ja leer. Bist du hier? Ja. Jetzt gehen wir Richtung hoch. Muss ich erst wieder die Lampe anbasteln, Leute. Schritt 1. Einfach vorbeilaufen, Dicker, ist egal. Schritt 2. Oh. Ich höre einen Wolf heulen. Bist du auch neu? Oder ist das so ein Vieh, was schreit? Nee, das ist ein Vieh. Ja, ja, einfach laufen, Dicker. Alter David, was ist denn bei dir los? Ich hab mich umgedreht und hier sind 5 Leute. Wo ich die Taschenlampe aufgebaut habe, Alter. Ich wollte gerade sagen, wie kommen wir dein Feuerzeug aus der Hand? Ich finde hier sonst da. Feuerzeug ist nicht das Problem. Das hast du jetzt. Dein Mund ist nicht nice. Sind alle wieder hier. Auch wenn es leckt im Revier. Gut, und was für eine neue Waffe hast du jetzt dazu gewonnen, Endless eigentlich? Gar keine. Digga, das war die erste Höhle. Oder haben wir nicht irgendwas gekriegt? Ne, war grün. Nö. Warum leckt das denn jetzt? Ja, Leute. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich muss euch verlassen, weil Emmy kommt gleich in 20 Minuten hier vorbei. Also okay. Wir können jetzt gerne noch zocken so lange. Aber ich weiß jetzt nicht, Höhle schaffe ich glaube ich nicht. Na, dann gehen wir zurück. Dann kannst du dich erstmal noch mal ein bisschen mit dem Spielprinzip auseinandersetzen. Okay. Aber ihr schneidet ihr ein Video, ja, oder? Das hier wird ein Video, ja. Krass, aber also müsst ihr sozusagen, wenn wir das jetzt alles gespielt haben, müsst ihr das Ganze eigentlich erst nochmal angucken und gut auf. Machen, oder? Nee, ich mach Uncut. Uncut, okay. Ich mach kein Highlight-Video oder sowas. Können wir später mal machen oder so eine Sachen. Ja. Oder auch so aus Clips Highlight-Videos machen. Habe ich überhaupt nichts dagegen, aber das wird alles Uncut. Finde ich persönlich als Zuschauer auch besser. Ich konsumiere ja auch bei YouTube und Twitch verschiedene Leute und mir gefällt es besser so, deswegen mache ich es auch so. Und wenn sich die Community irgendwann was anderes wünscht, dann bin ich auch bereit, das zu ändern. Ja, gute Einstellung auf jeden Fall. Und hier und da zu rendern. Ach, das muss ja so oder so. Habt ihr den ganzen Wald hier abgeholzt für dieses Holzhütchen? Nee, auch hier und da andere Projekte, Digga. Das muss ja auch eine Werkbank und Bett und so alles gebaut werden. Ja, aber sonst... Muss schon viel Holz abhacken, oder? Jo. Ja, klar. Ja. Und leider wächst es auch bis jetzt nicht nach, also... Ja, eine Wand sind theoretisch 2 Bäume. Ja, also 4 Balken sind immer 2 Bäume. Nee, 1 Baum. Oder? Kommt's auf den Baum an, glaube ich. Die kleinen Bäume geben bloß 2, es gibt welche, die 3 und welche, die 4 geben. Ja, hey, ah nee, stimmt, ja klar, es gibt auch große Bäume, die geben dir 4, ja, na gut, dann ist ein Baum eine Wand. Oder ein Boden. Obwohl, nee, Boden ja auch nicht unbedingt, weil... Nee. Man kann einfach die Stämme zählen. Also ein kleiner Baum gibt 2 und ein großer Baum gibt 4. So war das, glaube ich. Ja. Und die musst du halt überall verbauen. Wenn du einen Boden bauen willst, teilst du ja alles, jeden Stamm in 2 Hälften und hast ja 2 Bodenplatten dafür. Also brauchst du so gesagt 2 ganze Stämme, um 4 Bodenplatten zu machen und so weiter und so fort.
Wäre halt cool, wenn man mit den Samen oder so, wenn man Samen aus den Bäumen auch kriegen würde und nachpflanzen könnte wenigstens oder so. Ja, oder wie bei anderen Spielen cool. Sich entscheiden könnte, wenn man den stumpf stehen lässt, dass dann nach 7 Ingame-Tagen oder auch meinetwegen 14 oder so die Bäume einfach nachwachsen. Aber ich finde auch geil, wenn man mal irgendwie andere Strukturen, so wie, also muss ja jetzt keine Metallstruktur, aber so Stein wäre auch cool gewesen. Ja. Wer weiß, ob das noch gibt, weil, wie gesagt, das ist ja Early Access, wir sind hier gerade am Anfang. Vielleicht machen sie ja Steinabbau und so eine Sachen auch noch rein. Ja. Und mit Metallen und so. Wer weiß es. Aber trotzdem läuft das Spiel gut, finde ich, oder? Also. Ja, also da kennt man andere Spiele, die schlechter liefen im Early Access oder auch wo sie ganz erschienen sind, auch wesentlich schlechter liefen. Was ich gerade so noch nebenbei spiele, ist Far Cry 6 und dieses Battlefield 2042. Ja, und da haben sie ja wirklich mit den ganzen Patches und Updates und so auch nochmal was ordentlich rausgeholt. Da kann man auch mal auf jeden Fall mal wieder reinschnuppern. Ja, auf jeden Fall. Das lohnt sich jetzt. Es fühlt sich wieder an wie das alte Battlefield und das war auch besser, dass sie das zum Teil so geändert haben. Das sagen viele Leute. Dass du auch wieder die Klassen richtig selber machen kannst und so ein Scheiß und ja. Da hängt hier eine Locke raus. Jap. Greifen die euch eigentlich auch manchmal an? Also ja. So in Horn? Ja. Und wie entsteht das? Einfach so random? Das ist random, würde ich sagen. Also es gibt keinen Countdown, nein. Es passiert, wie es halt passiert, so. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir irgendwie was Neues entdeckt haben oder irgendwie gerade eine Höhle von denen gebumst haben, dann sind sie erstmal angepisst und greifen auf jeden Fall die nächsten zwei Tage an. Ist nur ein Gefühl von mir so. Ja. Aber ich kann mich da auch irren. Ich sag mal, wir haben einmal ein paar Höhlen hintereinander gemacht so und wir hatten denn hier auf jeden Fall einige Angriffe gehabt so. Achso, siehst du, wenn man zu dem I wieder da hinten war, im Wasser wäre, da war die Magnum drin, ne? In dem Boot. In dem roten. Na, wie nennt man das? Erdrucksboot. Achso. Ach ja, stimmt. Aber ich weiß gar nicht, ob jetzt auf der Karte irgendwas dazugekommen ist oder nicht. Also hier hinten in unserer Ecke habe ich nicht so das Gefühl, aber wir sehen ja auch nur einen kleinen Teil der Karte. Ja, stimmt. Also, kann man hinter dem Berg eigentlich auch gehen? Oder ja, natürlich. Eisberg? Ja, ja. Kannst du auch drauf gehen. Und dahinter geht's auch weiter? Ja, natürlich. Die Insel ist genauso wie hier nochmal auf allen anderen Seiten so grob. Aber Peiler, ich glaube auf der Karte, da wo dieses grüne Blinken ist, direkt beim Haus dahinter, ich glaube das ist neu. Was das, links von dem Lilanen meinst du, oder was, wo das Haus blinkt? Genau. Das kann gut sein, aber ja. Es kann also auch gut sein, dass hier ein paar Kleinigkeiten dazugekommen sind, so genau konnte es David ja vorhin gar nicht sagen. Calvin kommt hier gar nicht klar, der ist hier festgebackt. Ach, Calvin. Du Diggi, so wird es nicht. Jetzt springen. Guck mal, springen. So geht das. Ah, nee, so clever ist er nicht. Vielleicht ist ihm auch kalt und er läuft sich bloß warm und will nicht in der Gegend rumlaufen. Das Ding ist, du redest mit ihm, aber der kann ja nicht hören. Reicht es nicht, wenn ich ihn die Knarre ins Gesicht halte? Nee, dann denkt er, du magst ihn einfach so sehr. Achso. Jetzt kommt er mir hinterher. Na komm. Ah, der muss doch da irgendwie reingesprungen sein, damit er hier wieder rauskommt. Komm her, Calvin. Nee, hier lang. Wir müssen dich da rausbacken. Ja, ist nicht clever genug. Muss dieses komische Holzding da, was in der Mitte ihn stört, da stehen? Nö, eigentlich nicht. Den baust du auch ab. Siehst du, geht doch. Tschüss, Calvin. Wir haben Calvin freigelassen. Ja. Bye, bye. Genieß deine Freiheit. Ich hoffe, er wird sich paaren können und ganz viele kleine Calvins. Er rennt da hinten auf jeden Fall weg. Er hat genug von uns. Er genießt die Freiheit, Digga. Ja. So Leute, ich sag da erstmal auf Wiedersehen. Jo. Hau rein, Digga. Ich hab mich da richtig gefreut. Wie gesagt, ich bin beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, am Wochenende habe ich frei. Vielleicht machen wir ja da nochmal eine Session.
Jo, müssen wir mal schauen. Sagen wir dir auf jeden Fall Bescheid. Noch länger. Geile Sache, Alter. Na denn, haut da rein. Bye, bye. Bye, bye. So, hast du gespeichert? Ja, hab ich gemacht. Okay. So, dann würde ich sagen, es ist 8 Uhr am Morgen. Ich würde dann zur nächsten Höhle gehen. Seid ihr ausgerüstet? Ich denke mal, das Wichtigste habe ich. Ich nehme noch Achso, Trink. Ich muss noch trinken. Nehmt euch Trinken mit. Ey, Captain. Gut, die Flasche auf. Aber welche Höhle müssen wir jetzt eigentlich zu dritt alleine machen? Wie meinst du? Wie bitte? Wir gehen da jetzt hin. Hä? Was war das jetzt für uns? Für einen Bums? Ah, okay. Ich bin gerade ein bisschen dumm-dumm. Du bist dumm-dumm? Dann brauchst du Gum-Gum. Oder eine schöne Nudelsuppe von Yum-Yum. Das hilft natürlich auch, ne? So hört dich. Gut, dann jetzt nochmal kurz Fleisch kochen und dann bin ich am Schlüssel. Ja, wo dann ist nochmal das Feuer? Da vorne. Das Feuer. Da vorne, die hier. Eine Klippe. Ja. Dann tu dies, dann gehe ich bloß mal ganz schnell aufs Toilettchen. Bitte wieder ankreiden, Schachschaulin. Du bist gleich, Leute. Also, yo, 20, 30 Meter, der kommt vorbei gepeitscht wieder an mir. Auch wieder 20, 30 Meter nach vorne und dann ist sie erst wieder zurück bei mir. So. Und dann hechtet so, ich bin so K.O. Sag ich, ja, fein. Und sie freut sich so, Alter. Sie freut sich so. Es geht über Akira, ich merk schon. Ja, ja, weil zum Beispiel Novi Dovi ist ja eher so buddelmäßig unterwegs. Akira aber eigentlich eher gar nicht so. Sie mag kein Stöckchen, schnuppern und einfach rennen. Außer einfach rennen mag aber Nova das auch. Okay. Also Stöckchen werfen, irgendwas werfen ist toll und buddeln und wie du gesagt hast, ist auch toll. Und schnuppern auch. Na, also wenn sie eine Fährte hat, ist sie auch schwer von abzubringen. Da muss man schon dicht an sie rangehen oder sie hart auffordern, damit sie irgendwann kommt. Hart auffordern. Ja. Mrs. Nova, und dann hört es auf einmal so. Ja, genau. Nee, aber wo wollten wir hin? Also wollen wir da hin, wo wir gerade gesagt haben, Jusen, wo wir denken, dass das neu ist, bei dem Haus da hinten am Wasser? Was direkt daneben ist? Nicht. Oder was David denkt hat, David? David hat einen Plan. Ich habe jetzt wieder einen Plan. Hast du gesagt? Ja. Ich habe das nicht gesagt. Nein, David hat es gesagt. Er hat es gesagt. Na, wir müssen jetzt erstmal in Richtung wieder von unserem alten Haus laufen. Okay. Also, und da oben rechts ist, glaube ich, ein grünes und da müssen wir hin. Na, okay. Ich bin bei dir, Dieter. Plan David ist wieder am Start. Ja, Mann. Ja. David hat den Plan of the Plan. Ach, schön. David ist unser Stern und Funke. So, rutsch ihm hinterher. Yeah, David, gute Idee. Oh, mein Bildschirm geht aus. Hey, wartet, Leute. Jetzt. Wo ist eigentlich die kleine Laus, die da oben rumläuft? Wir spielen nicht mehr Grounded, Alex. Schade eigentlich. Aber Grounded wirst du wieder mitspielen, oder was? Wenn es da zum Beispiel neue Updates geben würde? Nö. Er sagt nicht schade, Junge. Wird der Jusen gleich mal ernst. Ja, wirklich, ey, wirklich, wirklich. Ich versuche immer mit ihm irgendwas zu spielen. Also, ich schaffe auch immer Spaß, logisch. Aber auch was anderes noch, so über Stream oder so. Aber nee, da sagt er so, nö. Ich verstehe nicht, warum er Worms nicht so Bock hat. Also, ich finde, Worms sieht immer mal so zwischendurch. Ja, weil da schaut schon ganz anders. Er denkt sich so, Worms, Dicker, bitte, don't stress me. You are kidding me. Willst und da früher auf PlayStation 1 auch Worms gespielt. Ja, früher war Worms doch einfach geiler, aber jetzt ist Bock irgendwie nicht mehr so. Aber das ist genau das Gleiche. Also das Worms, was wir spielen, ist halt wirklich das von früher.
Und das bockt immer noch, Alter. Nee, bockt nicht mehr so irgendwie. Doch. Ich glaube, Schachschon ist erwachsen geworden, Alter. Erwachsen. Ja, kaum hat er eine Frucht auf die Welt gebracht, Alter, macht er hier auch erwachsen, so. Voll anstrengend. Pokémon ist jetzt auch uncool, wa? Ja, es zockt doch bestimmt immer noch auf seinem scheiß Handy, Alter. Kann er mir erzählen, was er will. Ist ja egal, in welcher Form. Davon gibt's ja schon so viele. Aber irgendwann kapsel ich mich aus, Alter. Es gibt einfach zu viele Pokémon, Alter. Zu viele. Ja, finde ich, find ich auch ein bisschen doof da mit den ganzen Editionen und sowas. Weiß ich nicht. Aber gesagt, jetzt legen sie ja auch viel die, neu auf. Da dann hätten sie doch einfach die, die da waren, einfach ein bisschen weiterentwickeln können, so Digimon-mäßig, sag ich mal. Aber ja, ein neues Digimon-Game gibt's auch, Leute. Ja, Digimon habe ich nicht so krass gesucht wie Pokémon oder Yu-Gi-Oh!, sag ich mal. Ist halt in der Art wie Pokémon, bloß auf Digimon-Art. Das ist vor, wenn ich mich jetzt nicht irre, ein paar Monaten rausgekommen. Hatte halt bloß keine Werbung und so, weil sie dafür, denke ich mal, kein Geld hatten. Aber es soll gar nicht schlecht sein. Aber ich glaube, hier waren wir schon drin, oder? Ich meine, überall schon drin. Ich denke so. Wenn David da rein will, gehen wir jetzt da rein. Okay. Nichts ist neu. Neu ist nichts. Alles ist alt. Ach, hier ist sogar noch unser Zelt. Und Jusen steht drauf. Ah, hier sind wir, okay. Könnt ihr euch erinnern? Nee. Nicht? Seid ihr high? Nein. Noch nicht. Noch nicht. Könnt ihr euch jetzt erinnern? Nee. Aber wenn du... Wenn du high werden willst, ich hab noch ein paar Windeln von Diana hier. Die kannst du schnuppern, dann geht's dir ordentlich gut. Du verstehst es, ich will ein Fisch werden. Haust du dir eine ich große Mülltüte und dann... Ich will ein Hai werden. Achso. Ein Highlander? Genau. Da kann es nur einen geben. Sehr schön, Leute, sehr schön. Der Regal ist überall noch Essen. Greift da auf jeden Fall zu. Lass mal nur den. Wenn ihr nicht voll seid. Ich bin sowas von full full. Ist full full. Jusen ist nur high, nicht voll. Soll ich dir die Windel wechseln? Ist full full? Hier sind noch Pfeile, Leute. Digga. Pfeile. Ich will high werden. Ja, das hatte ich doch schon mal. Ja, Pfeile hatte ich schon, Dicky. Das kennen wir doch schon. Beleidigen Sie nicht meine Intelligenz. Hab ich das vergessen. Das, was ich hab. Was für Intelligenz. die wohl noch vorhanden ist. Aber immer wenn ich mit dir rede, wird's weniger. Weiß auch nicht warum. No, muss an unseren Gesprächsinhalten liegen. Okay, jetzt bin ich noch immer wieder toll. Noch Saugroboter? Aber was die für eine Akkuleistung haben, Alter. Das ist der Name von Alex im Porno. Saugroboter. Ja. Alex ist ein großer Teletubby-Fan, Leute. Ja, man, deswegen hat er nur Teletubbies eingeschaltet, Alter. Okay, das ist jetzt auch irgendwie alles schon wieder sehr böse. War mein erster Porno, Digga. Jetzt hat alles schon wieder. Das speichere ich ab, das klippe ich mal. Das sind Schachschaulins Privatgeschichten. Oder so Schachschaulins Tagebuch. Das machen wir jetzt immer so. Wenn du sowas raushaust, irgendwann in ein paar Jahren, dann schneide ich das mal zusammen. Das Ding ist, ich habe einmal sein Tagebuch gefunden, ich hätte Albträume bis heute noch, Alter. Hier ist die Armbrust. Hast du deine Therapie mittlerweile beendet? Es bringt nichts, weil sich jeder Therapeut, wenn ich die Geschichte erzähle, erhängt, Alter. Was bringt das? Das kostet mir halt nur immer wieder neue Arzt, Alter. Nee. Ich hab's aufgehört, Alter. Ich nehme einfach die Tabletten, Alter. Das sind noch Pfeile. Stärke. Ja, aber Pfeile ja, Pfeile. Jetzt bin ich voll. Herz hinter sich da, ey. Der wurde genagelt. Aber hart. Jetzt auch nochmal Pfeile. Ploppt auch alle wieder raus. Jetzt wird man mal mit der Armbrust schießen, habe ich aber gar nicht so Bock drauf, wenn ich die Pumpgun hab. Kann man es mir verübeln? Hier in den Kisten sind auch noch Sachen drin, Leute. So zum Essen und so. Übrigens, da sind noch Sachen drin in den Kisten. Ja, in den Kisten sind noch Sachen drin da hinten, ne? Nicht vergessen. Ah, Pfeiler. Ja. Da sind Kisten. Da ist noch was drin, Digga. Okay, komm mit. Ich komm mit.
Oh, wir tauchen und schwimmen. Wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wir schwimmen, wir schwimmen, wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. So geht das irgendwie. Und erklimmen die Berge immer her. Und das war Dory-Style, würde ich so sagen. Ich weiß nicht, was der Fetisch ist, aber von mir aus. Ja. Findet Nemo, Dory. Ja, nein. Digga. Ich guck mir nicht die Filme an, die du deren kommst. Ja, als wenn du Findet Nemo noch nie geguckt hättest. Jetzt wird doch verarschen. Im ersten Teil, aber du meinst bestimmt den zweiten. Nein, Teil, das ist im ersten. Jus war voll, wo er den gesehen hat. Er hat nur Farben gesehen. Er hat die 10-mal gesehen. Die Frage ist, wann ist Jus nüchtern? Er hat nur orange und blau gesehen. Die sogar wollten bei seiner Geburt war er leicht blau. Kurz auf blau ist gut, Alter. 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 Ah, hier war der Überwachungsraum. Hier ist auch nochmal was zu trinken. Leute, ich bin im Warteraum hier. Na, dann warte mal. Erkenne den Fehler. Ich bin wirklich weit, kann ich mich hin. Oh, ich kann mich nicht hinsetzen. Das Muni war ja auch noch, das ist auch sehr gut. Ich bin sitzen. Da ist Kacke, da hast du recht. Im Warteraum ist immer Kacke. Liegt nicht noch irgendwas? Pilot hat ein Schachspiel gefunden, Jusen. Ja. Willst du nicht mal zum Schachspiel gehen? Ah, ich kann ja nicht einsammeln. Mein Schachspiel haben wir schon öfter gesehen. Ja, aber du kannst ja mal einen Zug machen, ne? Wenn er das nächste Mal dran vorbeiläuft, dann mache ich einen Zug. Ich glaube, da passiert nichts, da kann ich auch drauf schießen. Die bleiben trotzdem stehen. Ich habe gerade eine Freundin in einem Bademantel und die ist ziemlich heftig. Ja. Und noch so ein Igor. Schwimmt David hinterher, der in deine Richtung schwimmt, wie es aussieht? Ja, aber die. Ich hab denen halt nichts getan, so ich weiß nicht, warum die so aggressiv sind. Ja, Meister. Ich glaub, aber ey, waren doch vorher gar keine Gegner. Ey, ich hab nur einfach nur einen vegetarischen Schirm bestellt. Ich hab Jusen getroffen. Ja, Meister, ich bring dir den Burger. Gib ihm, die Bitch ist dein. Oh fuck. Okay, ich liege. Der Pfeiler dich dreimal angeschossen hat. Ja, Igor hat mich wieder getroffen, ich liege. Igor liegt auch. Hab dich, Jusen. Inge kommt. Oh, Inge, Alter, wirklich. Inge! Ja, Inge liegt. Ich dachte, Inge hat Urlaub, Alter. Es ist wie eine Olle, Alter. Ja, Wissiger Uni. Wissiger Uni, Alter. Inge mit der Klinge hier noch. Inge mit der Klinge. Macht kein großes Gesinge, ne. Ey, kannst du mal abwarten, bis wir mit ausnehmen? Ja, das wäre freundlich, Alter. David macht jetzt seins. Ist der schon Ego nach um eins? Ist der Ego David jetzt. Mhm. Der Plan David ist vorbei jetzt. Ist neu, ich muss zuerst. So ist der David. David ist bestimmt. Aber du hast recht, Peiter. Ich glaube, die Gegner waren vorher nicht hier. Nee. Und die im Anzug sind auch neu. Wir haben endlich was Neues gefunden. Igor und seine Patronen. Sehr schön. David ist bestimmt auf Klo. Wollen wir den hier noch ausnehmen, Leute? Alter, wir haben hier noch eine Karte. Barbara Puffton. Oder habt ihr schon? Nee, hier stehen überall Karten. Edward Puffton, okay. Ach, das waren die zwei, die wir gerade gekillt haben, oder? Weiß nicht. Wir stehen ja noch mehr Karten. Nee, wieder Barbara Puffton. Hab mich nicht gegeben. Wollen wir den jetzt noch auseinandernehmen, oder nicht? Dave, bist du da? Ja. Ich kann nämlich doch gar nicht. Und los! Barbara ist anscheinend so oft mutiert, die hat so viele Ärsche, die kann überall sitzen. Die hat einen Doppelsitz reserviert, ja. Ihr seid ja gemein. Wieso sind wir gemein, Alter? Eigentlich Barbara hat ja den doppelt so viel Platz weg. Stell dir vor, jeder Gast wäre so. Aber nur die Hälfte der Menschen. Wäre doch schade. Schade.
Abebe, der Richard. So, wo wollt ihr denn zuerst lang? Hier gab es doch mehrere Gänge, glaube ich, oder? Da hinten war noch, oder? War hier Ende. Ende Melende oder Gedränge in der Gänge? Na, gute Frage, ne? David macht erstmal die Musik aus. Ja, ist auch echt mega nervig. Mhm. Ich fand's eigentlich gar nicht schlecht. Hier sind noch Getränke. Wo? Dosen. Wo? Okay, hier ging's durch die Scheiben und mehr war, glaube ich, gar nicht, oder? Da hinten war nichts. Können wir hier nochmal an den Sofas gucken? Aber du möchtest eigentlich an den Tresor ran? Gut. Ist auch nichts. Oh nein, ich bin hier wieder reingesprungen. Kommen wir her. Ach man. So, ja. David ist dazu reingesprungen. Mann, wieso? Ach man, David. Ach man. Ich glaube, hier drüben war ein bisschen entspannter reinzugehen. Ach man, David, wirklich. Mann, David. Mensch. Mensch. Was soll denn das? Immer wieder dieser David. Genau. Ach Mensch. Warum denn? War fix und zugenäht. Nee. Ich hab doch hier nicht für eine Kreuzfahrt gebucht. Wäre schön, wenn du die Reise mal bezahlen würdest. Für uns alle. Stimmt, ich schulde dir noch ein bisschen Geld. Ich sehe weißt du noch, deine Kreuzfahrt? 8 Millionen Euro? Ich hätte das Geld gerne wieder. David macht dir den Reiseplaner und macht sich die ganze Mühe, ja? Und du bezahlst keinen Cent. Digga, ich sag doch, ich sammle Pfand, Alter. Aber ich kann ja auch hier aus nix Gold machen, weißt du was ich meine? Das ist schwierig. Streng dir doch mal ein bisschen an. Ich esse doch nur Pasta mit Ketchup. Ich hab gedacht, du bist unser Goldesel und scheißt das einfach raus. Ja klar, aber dafür muss ich erstmal Pasta mit Ketchup essen. Das ist ein fairer Deal. Also gib mir Pasta und Ketchup. Na dann komm jeden Tag vorbei, kriegst jeden Tag Pasta und Ketchup und das, was unten rauskommt an Gold, das krieg ich. Das Ding ist, ich brauch nur Pasta und Ketchup. Und verdiene Gold mit dem Handjob. Das wollten wir gar nicht wissen. Oh, ich fand, das war ein lustiger Reim. Mensch, Leute. Mensch, Leute. Leute von heute. Also ein paar Freunde um uns. Ja. Und cool, dass du uns Inventar kriegst. Wollen wir weiterlaufen? Ja, den nächsten ich Grün. Ignorieren. Ne, die kommen schon und greifen schon an. Lauf. Ja, einfach ignorieren lauf, und rennen. Lauf. Ja. Lauf der Wippe daher. Me too. Wie die Frauenbewegung. Ja, so versucht Jusen für David eine Freundin zu finden. Er ist ein guter Kumpel, ne, Leute. Ja, Mann. Bester Kumpel überhaupt. Woo-hoo. Bist ein guter Ringman, Digga. I do my best. Und nochmal wäre ich der Ringman, der in den Ring geht. Ein Ring-Ring? Also, vom bist Ringman du, zum Ringman. Bist du Gollum und er Frodo, oder wie? Oder du Frodo und... Nee. Er Gollum und Samwise. Nein, Leute. Samwise ist ja der Ringman. Ich Tarzan, schach schon die Jane. Uhlala. Du mit Röckchen bist schon echt gut anzusehen, muss ich sagen. Tja, das kostet aber, wenn du da drunter gucken willst, ne? Dicker, ich folge dir bei Oni. Weiß doch, Jusen schmeißt die Fufis in den Club. Oder? Weil ich Banker weg, schubs und deren Potter einfach die Bipse. Weil du also fest ihn gerne die Ritze, oder was? Keine Ahnung, Alter. Bei mir geht er richtig Hosenritze, weil da ist das Portemonnaie drin. Bei mir geht er Liebe durch den Magen, Digga. Da kommst du mit deinen Spaghetti mit Tomatensauce nicht weit. Da musst du mich schon zum Essen einladen.
Okay, Liebe, du, Liebe geht bei dir durch den Magen, ja? Ja. K.O.-Tropfen reichen. Minimum, Minimum. Aber Pferdestärke bei dir auf jeden Fall. Nee, Elefantenstärke. Nee, Mammutstärke. Nein, T-Rex-Stärke. Gibst ja, du den... Ja, da war zum Anfassen. Gibst du den Alex ja, ein paar Rippchen, gut. Dann darfst du auch an die Tittchen, verstehst du? Der war so flach. Oh Mann. Und da benutzt er deine Lippchen. Okay, das war unter euch. Das hättest du wohl gerne. Kostet extra. Oder nur ein kleines Witzchen. Ach nee. Aber du kannst deine Karte durchziehen im Schlitzchen. Mhm. Mach doch größer wie Mel Gibson. Ah ne, wie heißt der von den, diese komische Religion da, die ich gerade nicht denken kann. Tom Cruise. Scientology. Ja genau, Tom Cruise war das, nicht Mel Gibson. Shit. Weiß nicht, kann er vielleicht sein, wenn ich das Mel Gibson auch bei... Oh. Hey, bei Kay. Tom Cruise macht doch immer bei seinen Filmen auf groß, weil er sich auf Mülleimer oder sowas stellt, damit da auf der Augenhöhe von Frauen und sowas alles ist. Wisst ihr das gar nicht? Dass er sich immer auf einen Tritt stellt, damit er größer wird? Ich weiß ja gar nicht, wie groß er generell ist. Nein. Baby spricht mir nicht über Größe, sondern wie viele Mikroskope hoch ist er. Achso, du meinst, der hat den Napoleon-Komplex, ja? Nö, hat er ja nicht. Der will. Achso, na doch, weil er sehr klein ist und größer darstellen will. Das ist der Napoleon-Komplex. Nee, das sind Minderwertigkeitskomplexe, Digga. Ja, das auch, aber das ist eine Stufe davon. Ja, aber Napoleon-Komplex ist schon eine etwas stufere höher. Naja, aber weil es doch spezifisch darauf geht, dass er größer sein will, als er eigentlich ist. Und sich dafür sogar einen Film größer machen lässt, auf den Tritt stellt oder so. Das ist doch. Oder bin ich jetzt total blöd? Sag doch mal was, Alex. Ich hab ehrlich gesagt nicht wirklich zugehört. Was ist für dich der Napoleon-Komplex? Alter, die Olle haut ordentlich zu mit der Pumpgun. Ja, die ist bereit. Oder soll ich erstmal sagen, was ich drunter verstehe? Na, erzähl mal, was du drunter verstehst. Na, hab ich doch gerade gemacht. Du hast ja als Beispiel gerade gesagt, dass Tom Cruise sich in Filmen größer machen lässt oder auf den Tritt stellt, damit er größer ist als die Frauen, weil er recht klein ist, sagst du. Und da meinte ich, das ist doch der Napoleon-Komplex. Naja, ein Napoleon-Komplex ist doch eigentlich so eine jemand, Art so für Minderwertigkeit-Komplex. Genau, aber ja, im spezifischen Fall dafür, dass jemand sehr klein ist und sich größer darstellen will, wie Napoleon. Das ist aber Minderwertigkeit, nicht gleich Napoleon-Komplex. Na doch, in dem Fall doch schon, oder nicht? Er ist ja auch recht. Wie gesagt, macht das, um irgendwas zu beherrschen, oder macht das einfach nur, um sein Ego zu pushen? Wenn man nur sein Ego pushen will, ist das für mich Minderwertigkeitskomplex. Ja, da hat es ja auch was damit zu tun. Wenn man aber, genau auf die Größe. Versucht, die ganzen Menschen davon zu überzeugen, dass er der Beste ist, das ist Napoleon wiederum. Finde ich persönlich so, da ist der Unterschied. David buddelt ein bisschen. Aber kann jeder selbst sehen, wie er Bock hat. Ja, okay. Ist ja, da hat er voll recht. Pyler hat auch recht, also der Begriff Napoleon-Komplex ist tatsächlich auf die Körpergröße reduziert. Ah, okay. Die Person versucht dann mit sichtbaren Erfolgen oder Statussymbolen seine Körpergröße zu kompensieren. Das ist der Napoleon-Komplex. Nice, er hat's gegoogelt, ich wusste das doch. Aber für mich ist es halt Minderwertigkeitskomplex, weil du ist ja... Ist es ja auch. Minderwertigkeitskomplex auf deiner Größe. Alter, die pustet alles weg, was hier an uns vorbeikommt. Dann ist er aufgrund seiner. Vielleicht ist es öfter vertreten, dass cool. Kleine Leute Probleme mit ihrer Größe haben und deswegen das gleich so eine extra Special-Dings ist. Brauchst du eigentlich noch. Warte, David, bekommst du nicht ausgebuddelt? Ja, kann mir. Ja, das ist irgendwie buggy bei mir. Kann ich mir jemand helfen beim Ausgraben? Ja, warte. Doch, jetzt ging's. Also bei mir hast du jetzt tiefer gebuddelt. Komm jetzt hier. Ja, hier ist die Pumpgun drin. Wer hat denn ihr vorhin die Pumpgun gegeben? Der musste dann mal. Ich will mal. Leider kann man es ja nicht doppelt mitnehmen. Können wir dir noch eine Pumpgun geben?
Dann hast du ja noch einen Arm. Nee, geht leider nicht. Kannst du ja bloß wegnehmen. Jo Leute, ist ein bisschen duster, ne? Ich wollte gerade sagen, wollt ihr mal vielleicht mal kurz ein Zelt bauen? Ein Zelt wieder hier. Steht da drauf. Alter, wie sie hier rumballert. Ja. Jusen, du stehst auf dem Zelt. Okay, ich glaube, das Geist ist sogar noch ein bisschen auf, wenn sie irgendwas tötet. Die stören so dabei, oder sind es die Gegner? Hinter dir ist einer, da vor dir. Ja, der rennt weg. Also nur nochmal für alle, weil ja, um das Thema mal abzuschließen. Also der Minderwertigkeitskomplex beschreibt das Gefühl, quasi minderwertig zu sein. Und der Napoleon-Komplex beschreibt die Handlung durch Symbolstatus oder irgendwas, also seine Körpergröße quasi zu kompensieren. Ach, man muss also für den Napoleon-Komplex einen bestimmten Status haben, oder was? Schon ganz sind weggepustet. Durch Statussymbole oder halt Handlungen seine Körpergröße kompensieren, quasi. Das ist der Napoleon-Komplex. Nur das macht er ja mit einem Hocker nicht, wo er sich raufstellt, oder? Doch. Das ist theoretisch Minderwertigkeit. Nee, Minderwertigkeit beschreibt nur das Gefühl. Also quasi der Minderwertigkeitskomplex ist nur das Gefühl, dich minderwertig und unterlegen. Das Individuelle, was du führst. Ja, genau. Und der Napoleon-Komplex beschreibt halt die Handlung, die du tust. Wie auf dem Stuhl steigen, auf dem Thron sitzen oder der mächtigste Mensch dieser Welt zu sein, okay. Genau, aber quasi wirklich nur bezogen auf deine Körpergröße. Also wenn du diese Handlungen tust, um deine Körpergröße zu kompensieren. Das ist dann der Napoleon-Komplex. Minderwertigkeit beschreibt halt das komplette Gefühl. Aber ein Minderwertigkeitskomplex ist auf jeden Fall bei einem Napoleon-Komplex vorhanden. Möglich, ja. Der Oberbegriff ist der Minderwertigkeitskomplex. Und einer der Unterbegriffe ist der Napoleon-Komplex. Das habe ich vorhin schon gesagt und ich hoffe, du verstehst es jetzt. Naja, aber kannst du so auch nicht sagen, weil der Minderwertigkeitskomplex wirklich nur das Gefühl beschreibt und der Napoleon-Komplex sich auf die Handlung bezieht. Also quasi dich durch ein Statussymbol deine Körpergröße überlegen fühlen. Also durch einen Minderwertigkeitskomplex handelst du doch aber auch. Aber der Minderwertigkeitskomplex ist der Grund, warum du den Napoleon-Komplex entwickelst. Du musst jetzt hier nicht eine halbe Stunde über das Thema reden, dann wird eine ganze YouTube-Folge draus. Ja, aber habt ihr mich gerade gehört? Ja, ja. Glaube, jeder kann. Du musst halt erstmal Minderwertigkeit haben, um diesen Napoleon-Komplex auszuführen. Wenn du glücklich bist, wirst du niemals diesen Napoleon-Komplex ausführen können, so, weißt du, was ich meine? Ja, ich finde, das ist eine Unterart davon. Aber, ja. Das ist halt die Grundstufe. Aber rein theoretisch. Ja, genau, sage ich doch die ganze Zeit. Mann. Aber rein theoretisch kannst du doch auch mit deiner Körpergröße unzufrieden sein, ohne dich minderwertig zu fühlen. Richtig, aber wenn es kombiniert wird, dann. Ja, sag mal nochmal, was du gerade gesagt hast. Ich habe gesagt, du kannst ja mit deiner Körpergröße unzufrieden sein, also du kannst dich ja trotzdem für zu klein halten. Aber du musst dich ja nicht minderwertig dadurch fühlen. Also du kannst einfach auch minderwertiges Gefühl der Wahl. Du kannst einfach glücklich sein mit deiner Körpergröße und dann hast du ja dieses Gefühl einfach nicht. Ja, aber dann hast du ja auch keinen Napoleon-Komplex. Aber wenn du unzufrieden mit deiner Körpergröße bist, aber halt nicht dich minderwertig fühlst, kannst du ja trotzdem einen Napoleon-Komplex haben, indem du sagst, ich bin einfach unzufrieden mit meiner Körpergröße und versuchst durch Taten oder Statussymbolen zu kompensieren. Ja, aber das bedeutet doch gleichzeitig, dass du Minderwertigkeit. Aber ist ja auch egal, wie gesagt. Lass mal das Thema jetzt beenden hier, Leute. Finde ich, ist ein Unterschied, aber ist okay. Jeder hat da seine Meinung. Könnt auch gerne eure Meinung in den Chat oder in die Kommentare schreiben, dann später. Aber ich verstehe Pi dabei ganz ehrlich, warum sollte ich mich extra auf den Hocker stellen, wenn ich mir sage, nee, meine Körpergröße ist okay? Ich habe doch nicht gesagt, dass es okay ist. Ich habe doch gesagt, du hast ein Problem mit deiner Körpergröße, aber du hast kein Minderwertigkeitsgefühl dabei, sondern du hast einfach nur ein Problem mit deiner Körpergröße. Also du fühlst dich einfach unwohl. Ist für mich ein Widerspruch in sich irgendwie, finde ich. Nee, eigentlich nicht. So, David. Wir laufen auf dem verschneiten Wege.
Im dunklen Walde, bei Nebel und Schnee. Und frieren uns den Arsch ab, oh Yogi. Und ich hoffe, der Winter ist bald vorbei, BB. Drüben auch, ne. Da ist unser Haus. Also unser zweites, was wir bauen wollten. Wir müssen links einmal rum, würde ich sagen, oder? Der zur Hütte da. Wir gucken. Ja, wollt denn David hin zum Lilanen, oder? Na, da zu der Insel oder nicht? Nee, ja, nur zum grünen Punkt, der ist auch am Wasser, aber hier ist der. Also erst den grünen Punkt oder erst das Lieder, ne? Links oder rechts? Okay, David ist schon da hinten. Komm, Lüge. Hallo. Was macht der denn da hinten? Wir wurden angegriffen, sorry. Dass wir uns verteidigen. Nee, beim nächsten Mal sterbt ihr bitte. Ganz ehrlich. Ach, das war Kelvin. Oh, sorry. Hustus ist dunkles gesehen, einfach geschossen. Er hat einfach nur die ganze Zeit Kelvin erschossen. Hunter G. Aber Leute, wartet mal ganz kurz. Oder ist ein Gegner? Nee. Das ist Kelvin, lass den in Ruhe. Warte mal kurz, ich muss kurz warum was essen. Warum der kein K über dem Kopf hat, verstehe ich nicht. Hatte der das nicht vor dem Update sogar? Ich können wir dem vielleicht einen Tracker geben? Mhm. Ah nee, ich sehe den K. Gute Idee. Hallo. Ja, Alex, wir hören dich. Nö, Lars ist gerade reingekommen. Ach so. Hallo, Lars. Hallo, Lars. Skiden. Hallo. Abend. Das ist total abgehackt. Du auch. Die Gesellschaft allgemein auch, ja. Das knackt hier ein bisschen unter uns. Wollen wir nicht vielleicht woanders hin? Ja, da passiert nichts. Jusen. Hier kreischt er schon wieder. Da hat ein Kompott. Und wie war dein Essen heute? Abgehackt. Der war schön flach, Diggi. Der war schön flach, Diggi, fällt mir.